Hallo Leute, dies ist meine Video vor Ort auf Dennis eine Anfrage, Sommerlektüre und Messer. Ich hätte es gerne draußen gemacht, aber es hat sich gerade bei uns der Sommer ein bisschen verabschiedet. Es regnet gerade und kühler ist deswegen auch nicht geworden. Also habe ich mal kurz das im Haus verlagert und zeige euch jetzt meine beiden Sachen. Zur Sommerlektüre. Es ist bei mir nicht nur eins, ich habe momentan so drei Stück, die ich noch durchlesen muss. Und wie ihr seht, in Masse alles Science Fiction. Vielleicht bekannt, Perry Rhodan, älteste Science Fiction Serie der Welt im Prinzip. Für alle Trekkies, mal so eine kleine Information, es kommt viel davon. Die Herren von Star Trek haben sie nicht alles auf ihren Mist gewachsen. Vieles taucht da schon auf und das ist älter. Dann so eine Serie, die praktisch parallel dazu spielt. Das ist noch verpackt, also da muss ich jetzt noch ran. Ja, und wo ich jetzt momentan dran bin, was man hier erkennen kann, das Warhammer 40k, auch Science Fiction, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich auch nichts für jedermann. Man muss da schon ein bisschen Abstand dran lesen. Es ist manchmal sehr radikal. Also, eine Liebesgeschichte taucht da garantiert nicht drin auf. Das ist nichts für Frauen. Ich sag mal, Männerbücher, wenn hier teilweise über Seiten, über Schlachten geschrieben werden, wo sie gegenseitig wahrhaftungsvoll abschlachten. Wie gesagt, ist nichts unbesinnt, was für Zahl zu werfen. Jo. Mein momentanes Messer, was ich alles wieder mit rausnehme. Ja, kann man gleich das Messer sehen. Das Wenger 55 in Naturtarnung. Wie gesagt, das sind ja einfach so Striche und so komische Flecken drauf, sondern das ist wirklich so mit Bäumen und Rinde abgebildet. Wie gesagt, ich finde das immer für draußen die besten Messer, die es gibt. Ja, ich glaube, muss den Fernseher ein bisschen leiser machen. Bär stört ein bisschen. Zurück. Wie gesagt, die besten Messer, die es gibt. Wie gesagt, seit Sommer diesen Jahres ist das mit dieser Firma vorbei. Leider. Ich finde sie, wie gesagt, wesentlich besser als teilweise Victorinox Messer. Das eine oder andere werde ich mir noch kaufen und mir beiseite legen. 42A konform, keine Einhandöffnung, nur mit der Sicherung. Und auch was ich mal bei diesem Messer ganz super finde, ist diese mega lange Säge. Und das habe ich mir zum Geburtstag gegönnt, ein Messer, was man erkennen kann. Das ist von Magnum, das Black Wave, 9,5 cm Klinge, scharf ausgeliefert, mit einem Hosenclip. Das heißt, man kann es auch ganz normal mittragen. Hinten einen kleinen Hebel zum Aufmachen. Einhandöffnung. Habe ich günstig bei Amazon geschossen. Aber wie gesagt, zum draußen mitnehmen, solange man nicht kontrolliert wird, steckst du in die Hosentasche. Mich hat besonders diese Griffschalen fasziniert. Es liegt aber auch komischerweise deswegen auch gut in der Hand, also ich kann da nicht meckern. Für das kleine Geld reicht das Messer. Wie gesagt, das ist für draußen mein Messer. Dann lasse ich da lieber sogar feststehen, das überliegen. Das ist immer mit dabei. Und ich habe noch eine kleine Entdeckung gemacht. Kennt's? Coca-Cola, die meisten kennen das als bitter. Ich hab sogar im Internet gefunden, es gibt sogar als Vollmilchversion. Da habe ich jetzt mal ein paar Schachtel bestellt. Schmeckt so ein bisschen Richtung Cappuccino. Ich muss sagen, sehr lecker.
ist auch was unterwegs, was man mitnehmen könnte. Ob man das dann irgendwo im Laden findet, weiß ich nicht. Ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ansonsten, ich will da keine große Schleifung machen für Amazon, aber da kriegst du es auf jeden Fall. Und ich merke. So, das ist meine kleine Antwort zum Thema Sommerlektüre. Vorausgesetzt, der Sommer kommt bald wieder, aber soll dann ziemlich warm werden. Also, schöne Grüße an dich, Dennis. Ich hoffe, wir sehen uns bald.